Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Willy Brandt. Ja, hallo, liebe Gäste, liebe Freunde. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder heute zuschaltet. Matthias Trechok ist mein Name. Ich bin der Gründer der Friedensinitiative Stop the War in Jemen. Wir schreiben den April 2019, ein April, der es in sich hat. Wir hatten unter anderem den 20. April, der 130. Geburtstag von Adolf Hitler. Ein Mann, der wie kein anderer für Zerstörung, für unfassbare Verbrechen in der Welt steht. Ein Mann, dessen Militärtruppen hier an selbigem Platz die Militärstiefel über das Pflaster vor mehr als 70 Jahren geknallt sind. Und heute stehen wir eben hier an diesem selbigen Platz vor dem Brandenburger Tor. Zu meiner linken Seite ist die US-Botschaft, auf meiner rechten Seite ist die französische Botschaft. Und wir reden heute über das Thema Frieden. Eigentlich sind es mehrere Montage, wo wir über Frieden reden. Und zwar finden ja am 26. Mai die Europawahlen statt. Und das sind nur noch 35 oder 34 Tage roundabout. Und das Thema Frieden ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, was wir hier mit diversen Parteien, die ihr Europawahlprogramm, die ihre Kandidaten hier vorstellen, besprechen wollen. Jetzt freue ich mich, den Kollegen von dir sozusagen, den Dieter Schulz, na, richtig? Wunderbar. Alles richtig soweit. Freie Liberale zu übergeben. Am besten selber vorstellen. Hallo, mein Name ist Dieter Schulz von den Sozialliberalen, Neue Liberalen. Ich würde erstmal mich ganz kurz vorstellen und dann die Partei vorstellen. Lauter? Ingo, lauter. Eins, zwei, geht? Besser so? Gut. Also nochmal, ich würde mich ganz kurz vorstellen, meine Beweggründe und die Partei vorstellen. Dann einiges sagen zu der Sicherheitspolitik, wie wir uns das vorstellen. Also mein Name ist Dieter Schulz, 53 Jahre. Ich bin im sozialen Bereich tätig und habe tagtäglich mit den Auswirkungen von Globalisierung, fehlerhafter Politik auf nationaler Ebene und europäischer Ebene zu tun und setze mich tagtäglich dafür ein, dass die Menschen bei uns einmal ankommen können und auch ihren Unterhalt verdienen können. Die Sozialliberalen, Neue Liberalen gibt es seit 2015, ist eine ziemlich junge Partei und kleine Partei, noch, muss man dazu sagen. Sie hat sich tatsächlich gegründet auf Initiative vieler ehemaliger FDP-Mitglieder, die, sag ich mal, Richtung der FDP nicht mehr mittragen wollten und aus der Tradition heraus gesagt haben, es gibt auch die Möglichkeit, dass Wirtschaft sozial sein kann. Und daher ist unser Hauptspruch tatsächlich, dass die Wirtschaft dem Menschen dienen muss und nicht andersrum. Wir wissen, dass das ein harter Prozess sein wird und auch nicht von heute auf morgen geändert werden kann, aber es ist möglich. Dafür sitzen wir fast schon tagtäglich zusammen und versuchen, Fragen zu stellen und auch Lösungen aufzuzeigen. Wie wollen wir Politik machen? Ganz einfach. Unsere Satzung oder unsere Motivation ist folgendes, dass die Bürger uns sagen, was ihnen bewegt und uns mit uns gemeinsam Lösungswege erarbeiten und nicht wie jetzt passiert, ne, dass die Lobbyisten die Richtung vorgeben, Politiker winken ab. Das wollen wir tatsächlich beseitigen und wenn ich nachher Fragen beantworte, gleich im Vorfeld, da wir tatsächlich noch so ein bisschen in Entwicklung sind, werde ich natürlich meine persönliche Meinung hier kundtun. Prinzipiell wünsche ich uns, und da möchte ich meinen Vorredner erstmal bedanken, ich bin schon mal froh, dass wir in einer Sache zumindest einige Mitstreiter haben, auch wenn in einer anderen Partei. Aber eine Aufgabe wird es sicherlich sein, und da biete ich Gesprächsbereitschaft an, dass wir vielleicht doch mal sogar einen Tag zusammen Wahlkampf machen auf der Straße, damit die Leute auch sehen, dass es mehr gibt oder mehr Parteien, die für gleiche Ziele eintreten, auch wenn wir wahrscheinlich wirtschaftlich nicht ganz so beieinander sind, aber auch sowas kann sich ja im Prozess vielleicht ändern. Ein Vorschlag für den Organisator, wenn so wenig Parteien
sich bereit erklären, auf der Straße hier vorzustellen. Ich komme gerne montags wieder. Habe ich kein Problem damit. Vielleicht nächsten Montag stehen andere Leute hier und stellen vielleicht andere Fragen, die man beantworten kann. Und wie gesagt, jede Frage werden wir als Motivation mitnehmen. Und ja, falls Fragen sind, auch zu meiner Person, wie auch immer, dann bitte gerne jetzt. Herr Schulz, jo. Ich habe hier Ihr Wahlprogramm für die Europawahl im Kontext Friedenspolitik und Sie schreiben unter anderem darin außenpolitischer Leitantrag Europa als globale Friedenskraft. Wenn ich mir jetzt den Begriff Europa hatte ich vorhin gerade erklärt, welche Schwierigkeiten ich damit habe, aber wenn ich mir unsere Politiker anschaue, egal ob das jetzt CDU, SPD oder wie auch immer von den etablierten Parteien, haben die Europäische Union als Friedensprojekt bezeichnet. Wir wissen aber spätestens seit 1999 mit Jugoslawien, dass dort ausgerechnet Deutschland mit den USA und anderen NATO-Ländern Jugoslawien völkerrechtswidrig zerbombt haben. Über ein paar 70 Tage ging das. Wie bringen Sie das in die Reihe, dass auf der einen Seite Sie sagen, Sie schreiben Europa als globale Friedenskraft, auf der anderen Seite, und da ist Jugoslawien nur ein Beispiel dabei, auch um Ukraine nochmal zu sagen, der Ursprung des Ukraine-Konflikts kommt aus der Europäischen Union heraus mit dem Assoziierungsabkommen, weil es dort einen militärischen Part gab, den die Grünen übrigens dieses Assoziierungsabkommen als friedliches Freihandelsabkommen deklarieren. In Wahrheit ist es aber eine kriegerische Vorankündigung gegenüber Russland, nämlich die Erpressung, entweder die Ukraine entscheidet sich für Russland oder für die EU. Und für beide Seiten war da kein Platz irgendwie. Das muss man dabei wissen als Hintergrund. Aber neben Syrien jetzt die Ukraine als zweites Beispiel, wie stellen Sie sich das vor, Europa oder richtig genannt die Europäische Union als Friedenskraft? Also ich fange mal so an, ich komme mal ganz weit aus, ist wieder ein bisschen leiser, oder? Oder? Also ich gehöre noch zu der Generation, die zumindest, und vielleicht einige sind ja auch darunter, die zumindest ihren Großvater nicht mehr kennenlernen durften, weil irgendjemand der Meinung war, Krieg führen zu müssen. Klar, Jugoslawien, da wurde Krieg geführt. Ich habe auch sehr viele Leute gesprochen, die dort im Einsatz waren. Und ein Verwandter von mir auch, der Gott sei Dank nicht umgekommen ist, wie auch immer. Jetzt könnte man sagen, okay, wir haben aus der Geschichte immer noch nicht gelernt und die jetzige Entwicklung, die jetzt stattfindet, muss man tatsächlich sagen, wir haben nichts gelernt. Die Frage, wie wir uns das vorstellen, ist ziemlich einfach zu beantworten. Wenn wir aufhören, ich sage jetzt mal wirklich Deutschland, Frankreich, also die großen Teilhaber der EU, sage ich mal, unsere wirtschaftlichen Interessen dahingehend zu verwirklichen, dass wir sagen, wir brauchen die dritte Welt, wir brauchen Feinde auf der Welt, wie auch immer, die dann von Lobbyisten gesteuert wird, sage ich mal, bloß Waffenexporte, Waffenherstellung an sich. Wenn wir das beseitigen können oder abschaffen, weil ich bin nicht der Meinung, dass der Sozialstaat erstens durch Waffenproduktion finanziert wird, sind die Letzten, die Steuern zahlen oder irgendeinen Beitrag zahlen oder wie auch immer. Und das ist die Hauptaufgabe, die wir machen müssen, dass wir die Rüstung runterfahren müssen. Ich weiß nicht, als ich jung war, ich erinnere bloß an die Ostermärsche, die doch einiges bewirkt haben. Ich sehe immer noch Sticker mit Flugscharen oder Schwerter zu Flugscharen. Das sind ja alles ureigene Gedanken, die Menschen mit sich tragen. Und wie können wir das, sag ich mal, verhindern? Ganz einfach, indem wir dem Bürger mehr Stimme in der Europäischen Union geben wollen. Und wenn eine Mutter abstimmen darf, ob ihr Sohn Krieg ziehen soll, ich glaube, sie würde sich eher dagegen entscheiden, was heute aber leider durch die, wie sagt man so schön, etablierten Parteien eben nicht umgesetzt wird. Da werden ganz andere Interessen vertreten und nicht die eben der Bürger. Es geht leider Gottes zu viel an uns vorbei. Du hast es gerade gesagt, die Medien berichten eben nicht darüber, weil es ist weit weg.
Ne? Wem interessiert das schon? Hauptsache, wir können unsere Waren verkaufen, wie auch immer. Also es geht wirklich darum, globale Friedenskraft heißt nichts anderes, durch Diplomatie, durch menschliche Stärke, sage ich mal, und dass wir den Menschen zeigen, dass es auch eine Organisation geben kann, Europa, wo die Menschen in Frieden leben können und jeder auch, sag ich mal, sich ausleben kann. Das ist der Hintergrund und wenn alle miteinander gut reden, da gab es noch nie was auf die Gusche, sage ich mal, also auf Deutsch. Es muss nur geredet werden und nicht auf Konfrontation, sondern miteinander. Freiheit, ich zitiere, Freiheit und Sicherheit können nur in einem gesamteuropäischen Ansatz gewährleistet werden. Das ist ein langer Weg und so weiter. Wenn ich jetzt Ihr Programm anschaue mir, Sie reden immer von Europa, aber nicht von der Europäischen Union. Heißt das, dass Ihr Ansatz ein Gesamteuropa, also inklusive Russland, betrifft? Ihre Vision, Ihre Politik, Ihre politische Arbeit eventuell in Europarat? Oder wie ist das jetzt genau gemeint? Also Europa und Europäische Union ist tatsächlich ein großer Unterschied. Wir haben ja auch Länder beispielsweise, die nicht in der EU sind, aber in der NATO, die aber zu Europa gehören. Und für uns ist erstmal wichtig, dass wir erst einmal tatsächlich ein europäisches Staatengebilde schaffen wollen, was eine direkte Demokratie gewährleistet und eben nicht von vornherein sagen, dass wir irgendwelche Länder ausschließen. Alles gerade Jugoslawien angesprochen, da wissen wir auch, dass es einige Länder gibt dort, Bosnien-Herzegowina zum Beispiel, die gerne in die EU wollen, aber Serbien das verhindert beispielsweise, dass sie eben Druck ausüben auf die Bundesregierung, dass sie eben nicht dafür sprechen. Und wir wollen, genauso wie die Belarus-Länder, dass eben jedes Land entscheiden kann, ob sie der Union beitreten, mit allen Vorteilen, die es hat. Der Kollege hat das ja schon genannt, die Grundfreiheiten. Aber auch die Pflichten übernehmen. Weil zurzeit ist es ja tatsächlich so, wenn man sich die Geschichte der Entstehung der Europäischen Union anschaut, da wurden anfangs Verträge gemacht, römische Verträge und so weiter, bis dann tatsächlich eine Europäische Union entstanden ist. Das war ja früher nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, wenn man es ganz genau nimmt. Und jetzt glaube ich zumindest, oder habe ich die meiner Vermutung oder fast schon Gewissheit, dass jetzt tatsächlich diese Europäische Union dafür genutzt wird, nur die Vorteile zu ziehen und sich aus den Pflichten zu entlassen. Das heißt, wir sind für ein Europa, was offen ist, aber mit klaren Regeln, wo sich alle Mitgliedstaaten dran zu halten haben. Das heißt Finanzierung, Einhaltung der Menschenrechte und solche Sachen. Und dazu muss eine Grundlage geschaffen werden und dabei sind wir da dran, so etwas zu entwickeln. Heißt das bei Ihnen die Vereinigten Staaten von Europa? Naja, mein Namensvetter hat es ja schon mal rausposaunt. Jetzt weiß ich nicht, ob man immer die Beispiele nehmen soll, Vereinigte Staaten von Europa. Das kann so heißen, vereint wäre es auf alle Fälle. Den Begriff halte ich so ein bisschen für, sag ich mal, falsch gewählt. Es würde für mich völlig ausreichen, wenn das die Europäische Union weiter heißen würde, weil die Union sagt ja schon, dass sie vereint ist. Aber eben, wenn, dann richtig und nicht auf halb oder ich will nur das, ich will nur das, haben wir ja gerade in England gesehen oder Großbritannien. Wer nur einen Teil nimmt, wird auf Dauer kein Bestandteil der Europäischen Union werden. Das ist auch klar. Europäische Union oder Europa inklusive Russland oder? Also ich persönlich hatte gesagt, wenn, dann würde ich tatsächlich meine persönliche Meinung erstmal abgeben. Das wird ein langer, langer Prozess sein. Wichtig ist, dass in der heutigen Diskussion der Name Putin immer fällt. Der Putin ist Präsident. Und ich kenne ja, in meiner Jugend hatte ich es sehr viel mit russischen Menschen zu tun, auch jetzt noch. Das heißt, wir müssen Russland als Volk sehen und nicht den, der es regiert. Und da sage ich definitiv, ja, für mich gehört Russland auch zu Europa, weil wir hier einen starken Wirtschaftspartner gewinnen können, was natürlich auch auf, sag ich mal, friedliche Koexistenz mit anderen beruhen muss. Eine Ihrer Konkurrenzparteien, die Freien Demokraten, so sie sich nennen, schreiben in ihrem Europa-Programm rein, dass sie sich vorstellen, 3% des Bruttoinlandsproduktes für die Rüstungsindustrie oder für die
Verteidigung auszugehen. Also die große Kritik von Grenell und Trump und Co. geht ja an Deutschland, dass wir die 2% vom BIP nicht erreichen oder nicht einhalten. Die FDP will 3%. Wie stehen denn Sie oder Ihre Partei zu dem Thema Rüstungsexporte? Zum ersten einmal die Bemerkung, also die FDP ist für uns kein Konkurrent, für uns nach wie vor eine demokratische Partei. Und auch hier gilt, wenn ein Parteivorsitzender große Reden schwingt, heißt das noch lange nicht, dass die Mitglieder dem immer so Folge leisten. Unser Ziel ist ja auch, mit allen demokratischen Parteien zusammenzusitzen, weil ein Parteiensystem werden wir nicht haben. Wir werden immer verschiedene Auffassungen haben. Und deshalb würden wir auch mit FDP reden wollen. Der Herr Lindner oder wie auch immer die FDP in ihrem Programm 3% vom Bruttoinlandsprodukt. Und da fangen wir wieder an zu überlegen, wer schreibt uns eigentlich vor, wie wir Politik machen. Und wenn aus USA, da sitzt er, die Forderung kommt und bockig wird, wenn wir es nicht tun, dann sollte es tatsächlich unsere Entscheidung sein, wie viel wir irgendwie investieren. Und um eine Frage vorwegzunehmen, ich halte die NATO für nicht überflüssig erst einmal, aber nicht mehr für zeitgemäß, weil sie tatsächlich unter dem Deckmantel des Verteidigungsstatuses missbraucht wird. Das hatten wir in der Vergangenheit schon. Und jetzt könnten wir in die Parteiprogramme anderer Parteien gucken. Die Frage, die sich mir stellt, ist tatsächlich, welche Parteien haben denn in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass Kriege geführt werden können? Und da können jetzt meinetwegen die Kollegen von den Grünen zum Beispiel genau zuhören, die von der SPD. Ich habe jetzt mal geguckt, Wahlplakate sagen viel aus, aber wir wissen, es wird sich nichts ändern. Und deshalb ist es ganz wichtig, egal wie viele Stimmen wir haben, wir kleinen Parteien müssen ins Europaparlament, wir müssen auch später in die Landesparlamente, sonst wird sich hier nichts ändern und der Raubbau wird weitergehen, in welcher Form auch immer. Ja, vielen Dank. Und da will ich Ihnen, euch wieder die Möglichkeit geben, an den Herrn Schulz, EU-Kandidaten der Sozialliberalen, Fragen zu stellen. Und als erstes der Hagen und dann bitte zum Siegfried. Hallo Herr Schulz. Hallo. Sie meinen, Sie möchten raus aus der NATO. Meinen Sie damit, Sie wollen eine EU-Armee? Also raus aus der NATO, ich hatte gesagt, die NATO ist nicht mehr zeitgemäß. Ja, wenn man es kurz beantworten will, ich persönlich halte es, da sind wir aber noch lange nicht, tatsächlich unabdingbar, dass Europa eine einheitliche Armee für den Verteidigungsfall braucht, weil zurzeit die Strukturen nicht zuverlässig genug sind. Das wird aber sehr, sehr lange dauern, aber die NATO darf eben nicht mehr eingesetzt werden zurzeit, dass wir auf der ganzen Welt unsere Soldaten hinschicken mit dem Argument Verteidigungsfall. Die EU-Armee, komme ich gleich dazu, natürlich werden wir auch viele Armeen haben, muss natürlich, sage ich mal, tatsächlich nur unter UN-Mandat, sag mal, wirklich losgeschickt werden. Und da, wo es auch nicht wirtschaftliche Interessen sind, sondern es gibt viele, viele Länder, wo Paramilizen zum Beispiel ihr Unwesen treiben. Und wir kennen ja das Beispiel Blauhelme. Ne? Also unter diesem Aspekt beispielsweise könnte ich mir das vorstellen, dass Europa eine natürlich stehende Armee hat, aber die tatsächlich nur für den Verteidigungsfall da ist. Und das wird aber noch, ich sag mal, Jahre dauern. Ich glaube, das werde ich nicht mehr erleben. Eine Verteidigungsarmee braucht keinen Flugzeugträger. So geht es schon mal los. Ja, meine ich ja. Stehende Armee. Das heißt, wenn unser Territorium, sag ich mal, angegriffen wird, von wem auch immer, aber ich bin da ja sehr zuversichtlich, dass, weil unsere Politik ja darauf zielt, dass eben keine Kriege mehr geführt werden müssen und idealerweise, ich weiß nicht, ob wir es noch erleben, wäre tatsächlich eine entmilitarisierte Welt, wäre immer noch besser, aber dazu gibt es eben zu viele unterschiedliche Meinungen auf der Welt. Ja, die Armee ist ja letztendlich die Gewalt der Eliten, der Hochfinanz. Machen wir uns da nichts vor. Ja, natürlich. Und nichts anderes wird auch die EU-Armee sein. Die wird ganz genauso für Rohstoffe ins Feld ziehen wie die NATO. Hako, hast du noch eine Frage? Haken, bitte? Nee, das war's. Okay, dann haben wir da drüben.
Ich habe zwei Fragen. Die erste wäre, wie sieht es aus mit Volksabstimmungen auf europäischer Ebene, wäre wichtig. Und die zweite ist, wie werden wir die Europäische Kommission, die ja nun von niemandem gewählt worden ist, los? Danke. Ja, also, das wichtigste Thema überhaupt, das ist ja genau der Punkt, woran wir arbeiten. Oder sagen wir andersrum, das ist eigentlich die Grundlage für das politische Wirken ist. Volksabstimmung, direkte Demokratie ist eines der Punkte, die wir tatsächlich fordern. Wir wissen alle, die Kommission an sich oder die Staatschefs blockieren sehr viele gute Sachen, die normalerweise auf den Weg gebracht werden muss. Das Parlament, also die Abgeordneten, die gewählt werden, haben ja im Prinzip nicht allzu viel zu sagen. Oder ganz genau gesagt, die haben gar nichts zu sagen. Und wenn sie mal was sagen, dann blockiert irgendein Staatschef. Und unser Spitzenkandidat, Herr Peik, hat ja mal wunderbar demonstriert, dass Luxemburg beispielsweise mit, keine Ahnung wie viele Einwohner haben, 350.000, dass dort der Regierungschef tatsächlich die Willensbildung von anderen 26 Staaten blockieren könnte. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das schon gemacht hat, aber das ist ein Zustand, das hat nichts mit Demokratie zu tun. Wir wollen direkte Demokratie, das heißt tatsächlich der Abgeordnete, der zum Europaparlament geschickt wird, hat auch Gesetzgebungsgewalt, sage ich mal, Legislative, und dann die Kommission muss einfach nur aufgelöst werden. Wunderbar, vielen Dank. Weitere Fragen? Ja, ich habe noch mal eine Frage wegen dem Geldsystem. Und zwar, und jetzt mal ganz konkreter, weil Sie als Liberaler auch ein bisschen weiter da, wie sieht das mit dem Zinseszins aus? Wird sich da irgendwie was in Zukunft dann bei Ihrer Partei ändern? Inwiefern Zinseszins? Gibt es ja öfters. Ja, sehen Sie das als problematisch, diesen Zinseszins? Oder? Naja, ich sag mal so, solange wir unsere Wirtschaft in Geld bewerten, ja, sehe ich einen Zinseszins jetzt nicht als Problem. Ich sehe das Finanzsystem als ein Problem. Nehmen wir mal bloß die Besteuerung, beispielsweise von Kapitalerträgen oder, ich sag mal so, die Verteilung der Steuern. Zinseszins ist ja nichts anderes. Ich gebe jemand Geld, nehme dafür Zinsen und dann wird nochmal Zinsen draufgeschlagen. Ich könnte das auch sagen, ich schaffe das ab, dann schlage ich eben mehr Zinsen gleich drauf, wie auch immer. Jetzt muss man natürlich sich damit beschäftigen. Auch da hat der Kollege schon was gesagt. Geld muss in Umlauf sein. Das haben wir auch aus der Geschichte eindeutig schon erlebt, was passiert, wenn Geld nicht im Umlauf ist. Der ganze Kapitalmarkt muss komplett reformiert werden. Das heißt, wir haben heute mehr Buchgeld als Bargeld im Umlauf und damit kann sehr viel Schindluder getrieben werden. Und wenn man die Geldwertschöpfung sich anguckt einer Bank, dann ist es auch nicht nachvollziehbar, dass eine Bank gerettet werden muss, weil die hat so viel Geld mit den Einlagen verdient, wo es dann heißt, naja, 25.000 sind sicher, der Rest ist weg. Was wir als Problem haben, ist tatsächlich nicht der Zinseszins an sich, wenn man mal in die Berechnung guckt, weil das Geldsystem ist ja nicht bei uns entwickelt worden, sondern schon im Mittelalter. Was wirklich, sag ich mal, geändert werden muss, ist das Wirtschaftssystem, also auch die Funktion des Geldes, und wir müssen wieder zurückkommen, dass tatsächlich der Wirtschaftskreislauf aufrechterhalten wird. Also Staat, Verbraucher, Unternehmen, Banken. Und die Banken und Unternehmen haben sich leider Gottes aus dem Wirtschaftskreislauf verabschiedet. Also wenn man sich den mal wirklich anguckt, es wird nur noch abgeschöpft. Und jetzt lassen sich natürlich einige andere was einfallen lassen. Also aus meiner Sicht, ein Zinseszins ist unsinnig. Es reicht ein Zins, weil damit verdiene ich mein Geld, wenn ich Geld verleihe. Aber alle anderen, sag ich mal, Konstrukte, die geschaffen werden, um aus Geld noch mehr Geld zu machen, und dann ist doch kein Geld da, muss natürlich angefasst werden. Das ist richtig. Wäre da die Lösung, statt zu investieren, zu kooperieren? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, so eine Art Genossenschaften, ja, dass man selber an dem Betrieb beteiligt ist. Also auch. Ja, das ist ein großes Problem, sag ich mal so, in Deutschland sowieso. Europaweit gibt es gute Beispiele. Und ich bin jetzt gerade dabei, also ich persönlich, ein komplett neues Steuersystem zu erarbeiten. Das mache ich aber tatsächlich im Geheimen und will das einfach mal raushauen irgendwann. Also mein Vorschlag ist beispielsweise, wenn man mal guckt, ich mache bloß ein Beispiel daraus.
wenn ich heute Millionär bin, ja, dann kaufe ich mir Aktien, kann mir einen Broker leisten und der sieht schon zu, wie ich meinen Plus mache. Dann gehe ich hinterher noch zum Steuerberater und siehe da, ich habe Verluste und habe doch trotzdem mehr Geld als vorher. Wie sieht es beim Kleinanleger aus? Der geht heute zum Fondsgesellschaft, da zahlt er Haufen Gebühren, zahlt 100 Euro im Monat ein und wenn er nach 10 Jahren guckt, ist das Geld weg. Und steuerlich, naja, hat er Pauschale und dann kommt auch noch die Kapital, die pauschale Steuer. Und ich bin eigentlich Verfechter dafür, damit auch nicht die Bevölkerung, der Bürger an sich nicht nur Einfluss auf die Politik nehmen kann, sondern auch die Wirtschaft, dass der Bürger tatsächlich für das Geld, was er in eine Firma steckt, vom Staat sogar eine Investitionszulage bekommen sollte. Also nicht besteuert wird, sondern tatsächlich, ich gebe ihm 100 Euro, das kann durch eine Genossenschaft passieren, wie auch immer, dann bin ich nämlich derjenige, der die Aktien hält und nicht der Großinvestor. Weil das ist das Hauptproblem, was wir haben, dass Großinvestoren die Politik der Firmen bestimmen. Und das würde ich ganz gerne ändern, dass der Bürger mehr Beteiligungsmöglichkeiten hat, dass er auch direkten Einfluss nehmen kann. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn man heute eine Aktie von Daimler kauft, wird man zur Hauptversammlung eingeladen. Und dann stehen Kleinaktionäre auf mit 50.000. Und dann gibt es die ganz Großen. Als Kleinaktionär hat man keine Stimme dort. Hat man zwar schon, aber man wird immer überstimmt. Ja, und das würde ich ganz gerne verhindern, auch die Anreize für die Bürger zu schaffen, sich an Unternehmen zu beteiligen. Ob die Genossenschaften das abrupte Mittel ist, mag ich zu bezweifeln, weil wir sehen das gerade an den Wohnungsbaugenossenschaften. Ja, da haben die Leute auch Anteile und haben zwar einigermaßen stabile Mieten, aber die Bauten, die sie selber mal gebaut haben, sind marode, müssen modernisiert werden und schon steigt die Miete. Also über die Form von Vereinigung muss man dann tatsächlich reden, in welcher Form. Beteiligung, ein gutes Stichwort. Im Kontext Friedenspolitik haben Sie die Möglichkeit, sich noch weiter an der Debatte am offenen Mikrofon an Bürgerdialog hier zu beteiligen, indem Sie Fragen im Kontext Friedenspolitik noch einmal stellen. Vielleicht ist mein Thema nicht zum Frieden, oder doch, das erste Thema schon. Ich habe eigentlich zwei Fragen aufgeschrieben, jetzt ist eben noch eine dritte dazugekommen. Zuerst mal haben Sie genannt Ostermarsch. Da möchte ich mal wissen, ob Ihre Partei bei dem Ostermarsch teilnimmt mit einem Plakat, dass wir diese, wofür Sie stehen. Das würde mich wirklich interessieren. Dann die zweite Sache, wie erklären Sie den Unterschied zwischen Demokratie oder Basisdemokratie und parlamentarischer Demokratie? Gibt es da Unterschiede für Sie oder sehen Sie da Unterschiede? Und das Dritte ist noch dazugekommen, wir haben eben über das Geldsystem gesprochen. Haben Sie sich mal mit dem fließenden Geld beschäftigt? Kennen Sie das Wunder von Wörgl zum Beispiel? So, sind ja gleich drei Wünsche auf einmal. Ostermarsch, gerne. Wenn ich nicht unterwegs wäre und dazu muss ich auch sagen, natürlich würden wir uns auch ganz gerne an weiteren Aktionen beteiligen. Ich hatte ja schon gesagt, wir sind eine ziemlich junge Partei. Wir haben jetzt nicht, sage ich mal, die Manpower hier gerade in Berlin. In Hamburg sieht das anders aus. Auch da sind auch Umweltaktionen tatsächlich finden da statt, auch mit unserem Kandidaten. Die zweite Frage, Demokratie, parlamentarische Demokratie, wie auch immer. Also ich mache keinen Unterschied in der Bezeichnung der Demokratie. Für mich ist nur eins wichtig, dass derjenige, der eine Stimme hat, die so einsetzen kann, dass auch gehört wird. Und Demokratie gibt es eben nicht nur von unten nach oben, von oben nach unten, sondern ist eine Wechselbeziehung. Und mein Aufruf an die Bevölkerung oder Wähler ist ja immer, ich habe sehr viel mit sehr vielen Leuten zu tun, die sehr viel schimpfen, man kann schon sagen meckern, wo ich den immer frage, wann warst du das letzte Mal in dem Bürgerbüro deines Abgeordneten, den du gewählt hast, wie auch immer. Da kommt großes Schulterzucken. Also ich sehe da im Begriff Demokratie tatsächlich keinen Unterschied, weil für mich ist nur die Stimme wichtig, die jeder hat. Wie sie dann umgesetzt wird, das ist eine ganz andere Frage, auch da werden wir noch weiter dran arbeiten müssen. Also, heute wird Demokratie ganz gerne als Alibi genommen, so nach dem Motto, ihr habt ja die Möglichkeit, aber es wird halt anders gemacht.
Und die Aufgabe ist es tatsächlich der Wählerinnen und Wähler, diesen Zustand zu ändern. Ansonsten wird sich nichts ändern. Und auch bei der Europawahl muss da ein Zeichen gesetzt werden. Und wir haben es gerade wieder erlebt. Sagen wir so, wir jetzt keine großen Vergleiche ziehen. Aber solange die Wähler nicht daraus lernen, was hier passiert und auch nicht hingucken, auch nicht in Kriegsgebieten, wo nicht darüber informiert wird, weil Informationen kann man immer herkriegen, dann werden wir da auch nicht weiterkommen. So, andere, was fließendes Geld, keine Ahnung, muss ich echt sagen, von Wörl bin ich gerne bereit, eine Aufklärung zu bekommen. Also beschäftige ich mich schon mit Geldsystem, aber das kenne ich tatsächlich nicht, weil alles kann ich auch nicht wissen. Die Politiker, unsere Politiker, die reden davon, dass Europa, die Europawahl eine ganz wichtige Wahl für Europa sein soll. Haben Sie das Gefühl, dass die Parteien, die bisherigen Parteien, die im Bundestag vertreten sind, einen Wahlkampf schon führen? Haben die das Thema Wahlen überhaupt schon richtig aufgenommen in ihrem Umfeld, aus Ihrer Sicht? Die Parteien, die im Bundestag sind jetzt. Ja, was ich ja beispielsweise schon immer kritisiert habe, ist, ich finde das immer ganz lustig, weil meine Auffassung ist ja, Wahlkampf findet jeden Tag statt. Und es ist immer erstaunlich, wie wir Politiker auf Straßen oder im Fernsehen zu sehen sind, wenn kurz vor den Wahlen. Ne, da wird ein Riesenaufwand betrieben und ich bin immer der Meinung, schon immer gewesen, wenn ein Politiker, eine Partei tagtäglich ordentliche Politik machen würde, dann bräuchten wir auch keinen Wahlkampf. Und wir reden jetzt hier auch wieder beim Wahlkampf über Umwelt. Gut, wir sind eine kleine Partei, wir werden nicht so viele Plakate kleben. Aber wenn ich sehe, wie der Blätterwald wieder wächst in der Stadt, darf man ja eins nicht vergessen. Dafür müssen auch Bäume sterben. Wie auch immer, Druckerfarbe kostet Energie und so weiter. Das heißt, wir könnten uns das wirklich sparen, wenn ordentliche Politik gemacht werden würde wollen. Na klar sind die im Wahlkampf, man merkt es ja auch, der Ton wird rauer, es wird auch noch rauer werden und die Medien geben es her. Es ist ja ein spannender Wahlkampf zurzeit, dass man gar nicht mehr auf alles reagieren will, was da gepostet wird, getwittert wird und so weiter. Die sind sehr wohl angekommen, aber ich muss auch dazu sagen, große Parteien will ich gar nicht mehr sagen, weil wir die ja klein machen wollen. Aber sie haben schon die Arroganz der Macht zu sagen, egal was wir hier erzählen, wir werden sowieso unsere Stimmen zusammenkriegen. Und deshalb finde ich das immer ein bisschen schade, wenn 38 Parteien antreten, dann müsste man mal durchzählen, wie viele davon bekannte Parteien sind und wie viele kleinere Parteien, wenn die sich zusammenschließen würden, in einer großen, mit einer Liste antreten würden, würden wir, glaube ich, einen Schritt weiter sein. Und da würde ich, wie heißt der noch ganz hier? Wie heißt der noch? Ne? Da würde ich Dominik ganz gerne mal einladen, um in unsere Geschäftsstelle zu kommen. Die Öffnungszeiten, Sprechzeiten sind im Internet, dass wir uns tatsächlich mal über Inhalte austauschen können. Wir müssen ja nicht gleich wieder fusionieren, aber es macht schon Sinn, wenn die, sag ich mal, wahren demokratischen Kräfte, die wir nur wirklich darstellen, auch mal ein Zeichen setzen. Ja? Eine spannende Idee. Ja, meine ich auch. Ich glaube, dann haben wir heute einen tollen Erfolg, einen kommunikativen Erfolg erzielt, wenn sich zwei Mitbewerber für ein EU-Parlament zusammensetzen und schauen, was sie zusammen machen können. Vielen Dank, Herr Schulz, dass bitte, Sie bitte. Da waren, dass Sie ja, sich die Zeit genommen haben. Ich darf doch vielleicht was ergänzen, Matthias. Ja? Darf ich vielleicht noch was ergänzen? Also, weil Sie vorhin gesagt haben, Sie arbeiten eigentlich ein neues Steuersystem aus. Und ich meine, viele von uns, die hier rumstehen bei den Mahnwachen, die wir denken, dass wir grundsätzliche Veränderungen brauchen. Und wir brauchen keine neuen Gesichter an der Spitze, die aber den gleichen Neoliberalismus zum Beispiel weitermachen. Und Sie haben ja einige Dinge genannt, dass Sie einiges anders machen wollen. Bloß Sie sollten sich dann vielleicht auch mit diesen grundsätzlichen Dingen des Geldsystems beschäftigen. Und ich kann Ihnen da nur, Sie können das alles im Internet nachsehen. Also wenn Sie zum Beispiel eingehen, das Wunder von Wörgl, oder Sie geben ein Silvio Gesell, oder Sie geben ein fließendes Geld. Das ist ein Geldsystem, was nicht verzinst wird, sondern was immer weniger wert wird. Nach einem Jahr, das gab es mal im 14. Jahrhundert bei uns ungefähr,
ich weiß nicht, 20, 50 Jahre lang oder 100 Jahre, das weiß ich nicht genau. Ich habe das noch nicht rausgefunden, weil darüber so wenig veröffentlicht wird. Also es wurde, das ist so ein sogenanntes Blechgeld gewesen und man musste das nach einem Jahr, musste man 10 Taler abgeben, sagen wir mal Taler, und man hat 9 zurückbekommen. Das war ein fließendes Geld. Man musste das im Umlauf halten. Und wenn man damit investiert hat und hat zum Beispiel Häuser gebaut, das ist diese Zeit im Mittelalter, als bei uns die ganzen Kirchen gebaut worden sind und die Patrizierhäuser. Die mussten das Geld immer sofort ausgeben, sonst war es am Ende des Jahres weniger wert. Und das wollte einfach keiner. Deswegen haben die investiert wie die Irren. Das sind grundsätzliche Dinge, die, mit denen Sie sich beschäftigen sollten, wenn Sie über ein neues Steuersystem nachdenken. Ganz kurz antworten. Ich wollte das nur mal anführen. Danke. Ganz kurz antworten. Sicherlich, aber Steuersystem. Ja, also einmal haben wir das Geldsystem, einmal das Steuersystem. Es gibt sehr, sehr viele Modelle. Die Frage ist natürlich, gibt es jetzt die richtige Antwort? Das wird auch noch ein bisschen dauern. Aber nochmal in die Runde zum Schluss vielleicht nochmal. Wir haben nicht ein Problem, aber was immer wieder passiert ist, neue Liberale heißt bei uns eben nicht neoliberal. Wir wollen tatsächlich die neue liberale Politik etablieren und nicht wie eben die altliberale Partei den Neoliberalismus. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und es wird über einige Sachen, wir können uns gerne zusammensetzen, darüber philosophieren, bin ich immer gerne bereit, dazu zu lernen. Ich komme zwar aus dem Bereich, aber alles kann man ja natürlich auch nicht wissen. Ich habe eher das Kapital gelesen beispielsweise. Und die Vergleiche, das ist immer das Schwierige. Ne? Das Modell an sich nicht. Und wir haben ja auch andere Punkte im Programm, die sich auch mit der Geldpolitik befasst. Und da muss es sowieso angefasst werden. Ne? Aber danke für den Hinweis. Ich nehme das immer gerne auf. Und werden mal sehen, ob ich da ein anderes Wunder draus machen kann. Vielen Dank für die Klarstellung nochmal, für die Unterscheidung zwischen Neoliberale und Neue Liberale, ganz wichtig, glaube ich. Und Sozialliberale. Vielen Dank, dass Sie die Zeit hatten und sich hier den Bürger Fragen gestellt haben. Toll. Ich bedanke mich auch, oder wir bedanken uns, und ich wünsche allen demokratischen Kräften tatsächlich viel Erfolg und Einflussnahme auf Verwandte, Bekannte, wie auch immer, dass sie endlich wählen gehen sollen, weil wir haben aus meiner Sicht noch eine Chance am 26. Mai, damit Europa das wird, wofür eigentlich alle stehen oder wir unseren Kindern erzählen, für Frieden, Völkerfreundschaft und so weiter und so fort. Gut, ich bedanke mich und ich mache noch ganz kleinen Hinweis, ich hole mir da auch gleich noch was. Ruhig mal was holen und mal so ein Ding tragen. Gut, ich bedanke mich. Wunderbar. Dann noch ein Hinweis für die nächste Veranstaltung, Bürgerdialog, der übernächste Montag. Feministische Frauen, für sicher auch ein spannendes Thema. Und dann übergebe ich jetzt wieder an die Mahnwachen. Die hatten noch ein bisschen was vorbereitet für heute. Das soll natürlich nicht zu kurz kommen, aber auf jeden Fall mein ganz herzlicher Dank für das tolle Projekt, was wir hier gemeinsam machen.